den Tagesordnungspunkt 19, Beratung der Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Umfassende Grenzkontrollen sofort einführen, Zurückweisung bei unberechtigtem Grenzübertritt. Wir werden über die Beschlussempfehlung später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Da ich keinen Widerspruch höre, ist das so beschlossen. Und dann bitte ich die notwendigen Veränderungen schnell vorzunehmen, wieder Platz zu nehmen. Damit ich die Aussprache eröffnen kann, was ich hiermit tue. Das Wort hat der Abgeordnete Detlef Seif, CDU-CSU. CDU-CSU. Ja, wir beraten aber, also gut, ich meine, so ist es geregelt. Wir beraten eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses, Herr Kollege. Wenn Sie das Wort nicht nehmen wollen, kann ich Sie nicht zwingen. Um Gottes Willen, Herr Präsident. Das ist jetzt zu hoch gegriffen. Also nehmen Sie einfach das Wort. Sie haben es. Bitte sehr, Herr Kollege Seif. Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch bei intensivster Nachlese kann man bei dem vorliegenden Antrag der AfD nicht erkennen, was denn eigentlich diese umfassenden Grenzkontrollen überhaupt sein sollen in der Praxis. Aber Ihre Ausführungen in der ersten Lesung waren ja schon entlarvend. Schluss offener Grenzen. Besonders interessant die Frage eines Kollegen aus Ihrer Fraktion, wie es denn sein könne, dass Deutschland die Grenzen nicht sichern kann, aber in Saudi-Arabien mithilfe von EADS das möglich sei. Meine Damen und Herren, also möchten Sie möglicherweise saudi-arabische Verhältnisse? Dreifacher Grenzzaun, Kontrolltürme, Patrouillenweg, technische Totalüberwachung. Und, meine Damen und Herren, unsere deutsche Grenze ist 3.700 Kilometer lang. Wenn Sie es ernst meinen mit einer umfassenden Kontrolle, dann wären alle Straßen und Wege, alle Schienen, alle Grenzgewässer, alle Personen, jeglicher Grenzverkehr, einschließlich Flug- und Bahnreisende zu kontrollieren. Eine untragbare Vorgehensweise und Belastung für die Menschen, den Handel und das Handwerk. Und ich sage Ihnen eins, der AfD-Antrag ist schon, und das muss man beim Namen nennen, ein Frontalangriff gegen die größte oder eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union, die Freizügigkeit und die Reisefreiheit. Und da Deutschland nur von sicheren Drittstaaten umgeben ist, kommen Sie nun auf die aberwitzige Idee zu behaupten, Sie könnten an der deutschen Grenze jeden, der sich auf Asyl beruft, zurückweisen. Sie verkennen, dass wir nach EU-Recht in vielen Fällen zuständig sind für die Bearbeitung der Asylanträge. Das gilt für Minderjährige, das gilt für Familienangehörige, das gilt in Härtefällen. Und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, wenn der zuständige Staat nicht ermittelt werden kann, sind wir auch zuständig. Und nach EU-Recht und nach der Rechtsprechung sind wir auch zuständig bei Mängeln im Verfahren in dem eigentlich zuständigen Land. Und prüfen Sie das mal. Nach wie vor gibt es in Griechenland große Mängel, aber auch in Ungarn, Italien und Bulgarien. Und das nehmen Sie einfach nicht zur Kenntnis. Und wir können von unseren Polizeibeamten, die einen guten Job, eine gute Arbeit machen, doch nicht erwarten, dass sie in rechtlich grenzwertigen Fällen auch noch in einem Schnellverfahren an der Grenze noch mal gerade nebenbei die asylrechtliche Zuständigkeit prüfen. Aber eins ist ja richtig, und wir sind ja alle in diesem Haus auch mit Nachdruck an dem Thema dran. Es läuft noch nicht alles rund. Aber Sie,
Sie erkennen nicht und erkennen vor allen Dingen auch nicht an, wie die Entwicklung sich vollzogen hat. Ja, wir hatten 2015 890.000 Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und Asyl gesucht haben. Aber im Folgejahr durch die vielen Maßnahmen hat sich das reduziert auf 280.000, im Jahr 2016 dann auf 186.000. Wir brauchen viele Maßnahmen, weitere bessere Sicherung der EU-Außengrenze, hundertprozentige Registrierung. Wir wollen wissen, wer zu uns kommt. Frontex ist zu einer echten europäischen Grenzpolizei auszubauen. Und national, und da sind wir ja intensiv dabei, auch gerade die Innenpolitiker, müssen wir mit Nachdruck an einer weiteren Beschleunigung und Verbesserung der Asylverfahren arbeiten, einschließlich des wichtigsten Elements der Ankereinrichtung. Aber, meine Damen und Herren, bei allem dürfen wir doch nicht vergessen, und das versuchen Sie uns immer weiszumachen, die Gründe der Migration liegen doch nicht an unseren Rechtsvorschriften. Die liegen doch an den vielen Fluchtursachen in dieser Welt, an verfolgten Menschen und an dem Schutz, den sie benötigen. Und hier liegt der große Unterschied in diesem Hause. Das haben wir gerade wieder gemerkt. Sie bekämpfen die Flüchtlinge und die Menschen, die Schutz suchen. Und alle anderen in diesem Haus suchen danach, dass wir Lösungen finden, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Das ist der große Unterschied. Der AfD-Antrag zielt auf ein rechtswidriges Verhalten, ist schlecht begründet, stellt einen Frontalangriff gegen die Freizügigkeit dar und zeigt einmal mehr, wie unbarmherzig Sie mit verfolgten Menschen umgehen. Und wir werden nur mit einer geeigneten Maßnahme in der Abstimmung darauf reagieren, mit der roten Karte. Nächster Redner ist der Kollege Uli Grötz, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten diesen Antrag hier im Plenum ja schon bereits diskutiert. Ich will die Gelegenheit aber gerne noch mal nutzen, um auf die Situation an den deutschen Außengrenzen und auch auf die Situation bei den Polizeien in Deutschland, um deren Situation es in dem Antrag ja auch geht, hinzuweisen. Damals wie heute gilt, eine umfassende und dauerhafte Kontrolle an den deutschen Außengrenzen ist weder rechtlich möglich noch von uns politisch gewollt. Ganz im Gegenteil, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Partei steht für ein Europa ohne Binnengrenzen. Für uns ist ein grenzenloses Europa ein Wert für sich. Das ist ein Wert für Generationen von Menschen. Und dafür lohnt es sich auch zu kämpfen, auch wenn die Situation der Europäischen Union manchmal schwieriger ist. In dem Antrag fordern Sie mehr Polizei. Mehr Polizei in einer Zeit, in der der Bund und die Länder mittendrin sind in der größten Personaloffensive, die es jemals bei den Polizeien gegeben hat. Die Suche nach Raumkapazitäten und die Suche nach ausreichend Ausbildungspersonal, das sind derzeit die Herausforderungen, aber ganz bestimmt nicht die Einstellungszahlen. Und nehmen Sie sich vielleicht mal den Stift und den Zettel und schreiben Sie sich das auf und merken Sie es ist gut. Wir werden in dieser Wahlperiode weitere 7.500 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten einstellen, also nochmals zusätzlich zu den über 7.000, die wir bereits seit 2016 ausbilden. Und die Länder sind natürlich gefordert, es uns gleich zu tun. Wir tun das aber nicht, diese hohen Einstellungszahlen zu absolvieren. Wir tun das nicht, um die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten dann an irgendeiner deutschen Außengrenze versauern zu lassen. Die SPD will eine sichtbare Polizei im öffentlichen Raum. Wir wollen die Polizei in den Fußgängerzonen, auf den Autobahnen, und um dort die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Das sind die Herausforderungen dieser Zeit. In meiner Heimatregion, genauso wie in vielen Regionen unseres Landes, haben die Menschen keine Angst mehr vor Massenmigration. Sie haben viel mehr Angst
vor Wohnungseinbrüchen, vor Drogenhändlern, die international handeln und organisiert sind. Wir als SPD, wir stehen für einen handlungsfähigen, starken Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt, der den Menschen Zuversicht gibt und der ihnen keine Angst vor der Zukunft macht. Ich will Ihnen eine Sache noch mal sagen. Sie fordern in Ihrem Antrag die Einhaltung von Recht und Ordnung. Das ist aber doch nur ein Aufhänger, das ist doch nur ein Vorwand. Dahinter steht mal wieder Ihr verächtliches Menschenbild. Sie sagen, dass Sie zu Hunderttausenden vor den deutschen Grenzen stehen, um in Deutschland, ich zitiere den Antrag, Vollverpflegung zu erhalten. Vollverpflegung zu erhalten. Erstens hat sich die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union von 2016 auf 2017 halbiert. Das ist eine Tatsache. Das ist die Wahrheit. Und damit ist natürlich auch die Zahl der Anträge in Deutschland entsprechend gesunken. Zweitens sind Asylunterkünfte, wo zum Teil 5 Personen auf 20 Quadratmetern über Monate hin wohnen, ganz bestimmt keine 5-Sterne-Hotels, so wie Sie es suggerieren. Und zum Schluss will ich sagen, wir, die SPD und gerne auch diese Koalition, sorgen für mehr Polizei. Durch eine nie dagewesene Personaloffensive. Und wir, die SPD-Bundestagsfraktion, wollen diese Polizistinnen und Polizisten auf der Straße, in den Städten und auf den Autobahnen. Eben bei den Menschen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gottfried Curio, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, die AfD hat beantragt, unberechtigten Grenzübertritt zu verhindern durch umfassende Grenzkontrollen und entsprechende Antragsteller zurückzuweisen. Wer gegen diesen Antrag stimmt, will mithin, dass unberechtigte Antragsteller weiterhin die Grenze nach Deutschland überschreiten und ein Schutzverfahren eröffnen können, inklusive Dauerversorgung und jahrelangen Klagen. Wie von obersten Richtern betont, kann niemand unter Berufung auf Schutzgründe zu Land nach Deutschland einreisen. Die Einreise aus einem sicheren Drittstaat, alle Nachbarstaaten Deutschlands, ist zu verweigern. Ebenso, wenn ein anderer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, gemäß Dublin III, der Erstzutrittsstaat in die EU. Tatsächlich haben wir jedoch Binnenmigration in Europa und müssen unsere nationale Grenze schützen und nicht statt dieser versäumten Pflicht unsere Weihnachtsmärkte mit Betonpuddern und Maschinenpistolen schmücken. Zur Ablenkung wird gerne über sogenannte Schleuserkriminalität gejammert. Ist aber der Schleuserkriminell so auch sein Auftraggeber? Wer sich schleusen lässt, will betrügen. Mit dieser ganzen Herrschaft des Unrechts, Herr Innenminister, müsste endlich Schluss sein. Die Garantin hierfür aber haben Sie gerade neu entthronisiert. Fluchtgründe im Heimatland sind eben keine Eintrittskarte weltweit. Aus einem sicheren Transitstaat wie der Türkei flieht man nicht nach Europa, auch nicht von einem ganzen Kontinent wie Afrika. Die Asylbehaupter hier aufzunehmen, die Urlaubsreisen zu ihren Familien machen, ist auch kein Akt der Humanität. Mit denselben Aufwendungen wie hier vonnöten kann eine vielfache Menge Hilfsbedürftiger vor Ort versorgt werden. Die Ärmsten reisen nicht. So viel zur heuchlerischen Berufung auf das C. Den Unterstützern der offenen Grenzen geht es um den Umbau der einheimischen Bevölkerung durch jedwede Zuwanderung samt entsprechenden Konsequenzen für die Wahlbevölkerung. Die UN-Umsiedlungspläne Resettlement von Afrika nach Europa, de facto Deutschland, hat Frau Merkel, die Kanzlerin der Ausländer, der Union ins Parteiprogramm geschrieben. Dem dient die Duldung
des massenhaften Identitätsbetrugs, weggeworfene und gefälschte Pässe. Dem dient die bewusste Fehlbezeichnung Flüchtling für Sozialmigranten. Mit der Eigenschaft Flüchtling kann man nicht herumreisen, man hat sie nur bei Übertritt aus dem Fluchtland. Dem dient die Bemäntelung der völligen Unmachbarkeit dieser Völkerverschiebung, wenn für sogenannte Integration nicht erwerbsfähiger Personen jährlich über 50 Milliarden veruntreut werden. Das ist Diebstahl am deutschen Volk, das zerstört unsere Heimat. Die Willkommenskultur ist für Heinrich August Winkler eine Selbstgefälligkeit deutscher Narzissten, die sich als Bessermenschen selbst vergötzen. Gegenmeinungen sollen mit der Rassismuskeule erstickt werden. Was wir brauchen, ist eine Willkommenskultur für demokratische Meinungsvielfalt, vor allem auch in diesem Hause. Herr Kollege Curio, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Was macht das Ganze aus unserem Land? Kommunen machen dicht wegen Überforderung. Integration ist gescheitert, schon wegen der schieren Menge. Sie wird von den Migranten selbst auch nicht gewünscht, die ihre eigene Kultur leben wollen, nach den gesetzwidrigen Regeln der Scharia. Jedes weitere Anwachsen ihrer kulturellen Blase bestärkt sie nur darin. Aggressive Macho-Kultur, schon in den Schulklassen, aufgegebene Stadtteile, Vergewaltigungen, Morde. Aber die Regierung setzt knallhart Ethikkurse dagegen. Sie hat massenhaft archaische, frauenfeindliche Gewalttäter ins Land geholt, ohne Not, aber immerhin doch auch Fachkräfte importiert für Messerattacken. Abschiebungen, meine Damen und Herren, retten auch Leben. Gewaltbereite Ausländer, für die Frau Merkel sofort Partei ergriff, bedrängen deutsche Bedürftige an den Tafeln im Land, in dem wir gut und gerne leben. Der Berliner SPD-Innensenator sagt, Deutschenfeindlichkeit gibt es durchaus öfter im Land, in dem wir gut und gerne leben. Ein Staatsanwalt sagt, der Rechtsstaat hat sich aufgegeben. Ein Schulleiter, wir sind auf dem Weg ins Mittelalter. Angegrapschte Frauen hören, wenn du das nicht willst, musst du Kopftuch tragen. Im Land, in dem man gut und gerne lebt, als Ausländer. Langsam genug davon? Nicht für unsere Weiter-so-Regierung. Sie will Migration nicht bekämpfen, nur steuern. Sie hat bereits den Verlust des inneren Friedens auf dem Gewissen. Ist das Schaden vom deutschen Volk wenden? Gehört so jemand auf die Regierungsbank? Wir sagen doch wohl eher auf die Anklagebank. Nächster Redner ist der Kollege Benjamin Strasser, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Antrag der AfD-Fraktion habe ich jetzt wirklich mehrfach inhaltlich gelesen und muss eines feststellen. Sie haben eine Meinung, das sind wir ja auch nicht immer gewohnt. Sie haben aber leider gar keine Ahnung von der geltenden Rechtslage in Deutschland. Es wird in Ihrem Antrag munter mit Gesetzesnormen aus dem Asyl- und Aufenthaltsgesetz um sich geworfen. Das Problem ist nur, Sie zitieren in Ihrem Antrag ausgerechnet Gesetze, die von deutschen Gerichten ganz anders ausgelegt waren, als Sie das wollen. Ein Beispiel. Sie berufen sich auf § 26a Absatz 2 des Asylgesetzes und behaupten, Österreich sei ein sicherer Drittstaat im Sinne des Asylgesetzes und deswegen könnten wir zurückweisen. Ihnen ist dabei völlig egal, dass es einen Anwendungsvorrang europäischen Rechts gibt, hier ganz konkret der Dublin-III-Verordnung, und dadurch eben dieser § 26a Absatz 2 seine praktische Wirkung weitgehend verloren hat. Sie rufen immer, Dublin-III gelte nicht. Frau Weidel hat gerade munter von Rechtsbruch hier gesprochen. Lesen Sie doch mal NVWZ 2017, Seite 1625. Dort ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Juli 2017 abgedruckt. Das stellt relativ schlicht fest. Ich zitiere das Bundesverwaltungsgericht. Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind wegen des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts nicht sichere Drittstaaten im Sinne von § 26a Absatz 2 Asylgesetz, Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz. Sie von der AfD halten offensichtlich von Gerichten und Rechtsprechungen immer nur dann etwas, wenn es in Ihre Abschottungsfantasien passt. Das ist entlarvend von Ihrem Bild, was den Rechtsstaat hier in Deutschland angeht.
Aber jetzt könnte man ja meinen, wenn die AfD mit dem Unions-, sprich dem Europarecht, nicht zufrieden ist, setzt sie sich dafür ein, dass es auf europäischer Ebene geändert wird. Im Januar diesen Jahres trafen sich Parlamentarier aller nationalen Parlamente in Brüssel. Ich war für die FDP-Fraktion dabei, es waren andere Kolleginnen und Kollegen aus diesem Haus dabei. War die AfD dabei? Fehlanzeige. Den ganzen Tag waren sie nicht da. Warum? Weil es um Sacharbeit ging und weil keine Kameras anwesend waren. Ich würde hier in Grund und Boden versinken, wenn ich solche Anträge stellen würde und hier noch die Backen aufblasen und uns zu belehren. Das ist peinlich. Wir stehen vor großen Herausforderungen, auch was diese Frage angeht, zweifelsfrei. Und jetzt kann man auf verschiedene Weise darauf reagieren. Man kann mit kleinstaatlichem Denken reagieren, beispielsweise wie es eine bayerische Regionalpartei jetzt im anstehenden Landtagswahlkampf macht und Vorschläge aus der Mottenkiste hervorholt, einer bayerischen Grenzpolizei. Ich habe für meine Fraktion mal nachgefragt. Sie stellen ja den Bundesinnenminister, was das Bundesinnenministerium von dieser Idee hält. Erstens, wir stellen fest, Ihr Ministerium in Berlin muss ja aus der Presse davon erfahren. Es lobt die gute bisherige Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei und Bayerischer Landespolizei. Und Sie behalten sich vor, gegebenenfalls Bundespolizisten abzuziehen. Das ist sicher keine Lösung. Wir können diese Frage nur nicht deutsch, sondern nur europäisch lösen. Und darum geht es heute doch auch wirklich. Unsere Haltung zu Europa. Meine Generation will keine kleingeistige Abschottung in Europa. Wir wollen ein Europa, in dem uns Grenzen nicht trennen, sondern vereinen. Wir wollen ein Europa der Freizügigkeit für Menschen und für Waren. Sie von der AfD reagieren auf die Herausforderungen dieser Zeit mit Angst und wir mit Stärke. Wir wollen die Aufwertung von Frontex, wir wollen sichere Außengrenzen, wir wollen ein deutsches Einwanderungsgesetz und wir wollen ein gemeinsames europäisches Asylrecht, an dem die AfD bisher jegliche Mitarbeit verweigert hat. Schengen ist für uns nicht tot. Schengen ist the pulse of Europe. Vielen herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla Jelpke, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Curio hat hier eben wieder sehr deutlich gezeigt, wie man hetzt von Seiten der AfD, wie man diffamiert und wie man im Grunde genommen jedes Thema, was eigentlich ernsthaft diskutiert werden müsste, umkrempelt, um hier rassistisch entsprechende Stimmung zu machen. Der Antrag der AfD ist meiner Meinung nach dilettantisch. Wir haben es hier schon von einigen Kollegen gehört. Er ist ein einziger Verstoß gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und er ignoriert vor allen Dingen komplett das europäische Recht. Freizügigkeit ist ein hohes Gut innerhalb der Europäischen Union. Natürlich muss man das verteidigen. Und ich sage Ihnen, Sie wissen nicht einmal, was dieses Recht bedeutet. Nach den EU-Richtlinien darf es Binnengrenzkontrollen weitestgehend nicht geben, nur Ausnahmefälle. In Ausnahmefällen darf es durchgeführt werden, aber auf Dauer sind diese unzulässig. Lassen Sie die Ausführung, lesen Sie die Ausführung beispielsweise auch in den Richtlinien. Wie sollte es auch anders sein? Das einzige Ziel, was die AfD hier verfolgt, ist im Grunde genommen, Schutzsuchende an den Grenzen abzuweisen, die ja angeblich aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Und auch hier gilt, machen Sie sich erstmal schlau. Denn es gehört eben nicht zu den Befugnissen der Bundespolizei zu entscheiden, welcher Asylsuchende in Deutschland antragsberechtigt ist. Das regelt Europarecht. Konkret die Dublin-Verordnung, auch wenn die Linke an dieser Dublin-Verordnung wegen bürokratischer und flüchtlingsfeindlicher Politik die immer wieder kritisiert hat. Zum anderen ignoriert die AfD, dass die Schutzgarantie der Genfer Flüchtlingskonvention, die übrigens weit über unser
Grundrecht auf Asyl, was ja entsprechend ausgehöhlt ist, hinausgeht, auch das wird einfach ignoriert. Es gilt hier das humanitäre Völkerrecht. Und das verbietet zum Glück, Flüchtlinge pauschal an der Grenze abzuweisen. Es verpflichtet Deutschland sogar dazu, sorgfältig Asylanträge zu prüfen. Und da kann ich wieder nur sagen, lesen Sie die Aufsätze vom UN-Flüchtlingskommissar. Lesen Sie die europäischen Urteile vom Europäischen Gerichtshof. Und hören Sie endlich auf, hier immer wieder Ihren völkischen Unsinn breitzutreten. Die AfD kann natürlich fordern, dass das humanitäre Völkerrecht aufgekündigt wird. Frau Kollegin Jelken, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich möchte meine Rede zu Ende halten. Aber was käme dabei heraus? Ich will das an einem Beispiel aus der letzten Debatte deutlich machen, wo der AfD-Abgeordnete Stefan Proschka in der ersten Lesung hier ernsthaft auf das vermeintliche Vorbild Saudi-Arabien verwiesen hat. Dort werde ein Zaun rund um das Land gebaut, also ginge das auch hier, so seine Aussage. Die AfD empfiehlt hier eine feudale islamische Diktatur als Vorbild für Deutschland. Das muss man sich mal reinziehen. Damit erweist sie sich einmal mehr als fundamentale Gegnerin von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Grundsätzen. Unsere Antwort der Linken ist eindeutig Solidarität mit Schutzsuchenden. Statt Abschottung und Bevormundung brauchen wir, dass Schutzsuchende ihren Asylantrag in diesem Land stellen können. Da, wo sie familiäre Verbindungen haben, da, wo sie Sprachkenntnisse haben. Und natürlich wissen auch wir, dass die Europäische Union es bis heute nicht geschafft hat, wirklich Flüchtlinge in allen Ländern aufzunehmen. Aber wenn ein Land nicht aufnimmt, muss es gefährlich einen finanziellen Ausgleich zahlen. Es gibt allerdings auch Bereiche, wo die Linke in der Tat mehr Grenzkontrollen fordert. Und das geht aber in eine ganz andere Richtung. Wir wollen die Grenzen dicht haben für Rüstungsexporte, keine Polizeihilfe für Schurkenstaaten. Und Herr Seif, Sie haben hier so schön wieder die Fluchtursachen angesprochen. Jeden Tag schaffen Sie auch neue Fluchtursachen. Ich sage nur Waffenlieferung an die Türkei. Ich sage nur Welthandelspolitik, die Millionen Menschen ins Elend treiben. Und deswegen ist es unsere verdammte Pflicht hier, mindestens eine humane Flüchtlingspolitik umzusetzen und schutzsuchende Menschen zu schützen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Luise Amtsberg, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste! Ich würde mich in diesem Hause wirklich sehr gern mehr darüber unterhalten, wie wir Europa besser, stärker, solidarischer machen können und weniger darüber, wie wir sozusagen ein friedliches Bündnis mit einem Anliegen sofort zunichte machen können. Denn das ist genau das, die Intention Ihres Antrages, das Anliegen, lückenlose Grenzkontrollen einzuführen. Es ist europafeindlich, es ist geschichtsvergessen. Und wenn man nüchtern draufblickt, ja, dann ist nicht das Agieren der Bundesregierung in den letzten Jahren staatsgefährdend, sondern genau das, was Sie hier fordern. Und es ist auch schon eine maßlose Verhöhnung der Wählerinnen und Wähler, im Übrigen auch ihrer eigenen, ja, wenn sie sich nicht mal die Mühe machen, ihre absurden Forderungen auch nur ansatzweise zu unterfüttern mit irgendwas. Mich überrascht das nicht, denn das ist ja ihr Kalkül. Ihnen reicht es, wenn lediglich eine Überschrift transportiert wird, denn genau da endet nämlich ihr politischer Gestaltungswille bei der Überschrift. Und genau deshalb kann man sich mit Ihrem Antrag, egal wie man ihn dreht und wendet, ich habe es häufiger getan, nicht sachlich auseinandersetzen. Denn er verharrt in einer Überschrift und Sie selbst sind zu feige, auch nur einen Teil Ihrer Forderungen ansatzweise zu unterfüttern. Sie wollen eine lückenlose Kontrolle der deutschen Grenze, auch der grünen Grenze, das steht ja explizit da drin. Sie trauen sich aber gleichzeitig nicht zu sagen, dass dieses nur umgesetzt werden kann, wenn wir um Deutschland eine Mauer bauen. Sie trauen sich nicht, die enormen Kosten eines solchen Anliegens zu benennen. Sie trauen sich auch nicht zu sagen, was für ein unfassbares Polizeiaufgebot das zur Folge hätten. Sie trauen sich nicht zu sagen, dass dafür Polizei aus anderen Bereichen abgezogen werden müsste. Sie trauen sich nicht zu sagen,
was für enorme wirtschaftliche Einbußen das Abdichten der deutschen Grenze hätte. Und sie trauen sich auch nicht zu sagen, dass man ihre Forderungen nur dann umsetzen kann, wenn man im Zweifel auch bereit ist, die Waffe auf Menschen zu richten. Und sie trauen sich nicht festzustellen, dass sich Deutschland durch so eine Maßnahme mit einem Satz hinausbewegen würde aus der Europäischen Union. Okay. Das überrascht auch nicht, denn Sie sind eine europafeindliche Partei. Uns ist das aber nicht egal. Und selbst wenn Sie dies täten, ja, an irgendeiner Stelle mal ehrlich über die Konsequenzen Ihrer Forderung debattieren würden, ja, dann gäbe es trotzdem zahlreiche Gründe, sich gegen dieses Anliegen zu stellen. So eine Maßnahme, und auch das trauen Sie sich nicht zu sagen, wäre nämlich niemals einseitig. Ja. Sie glauben ja wohl nicht, dass man auf der einen Seite dicht machen kann und trotzdem alle Vorzüge der Union genießen kann. Und das sage ich ausdrücklich für meine Generation, ja, die Ihnen ja scheinbar vollkommen egal geworden ist. Diejenigen, deren selbstverständlicher kultureller Austausch mit anderen Ländern, deren Studien, Job- und Lebensperspektiven und deren kulturellen Freiheiten Sie mit diesem Anliegen flugs zerstören würden. Ja? Das lassen wir nicht zu, da stellen wir uns dagegen. Und die Personenfreizügigkeit, das muss man einfach in der Deutlichkeit sagen, ist der praktische, alltägliche Ausdruck eines friedlichen und auf Zusammenhalt bedachten Europas. Im Übrigen verhält sich das auch so mit dem Asylrecht, ja, das ja nicht durch Zufall in unsere Verfassung gekommen ist, sondern aus einer historischen Verantwortung, dem Bewusstsein darüber, dass wir froh sein können darüber, dass es Staaten gab, die Menschen, die sonst hier dem Vernichtungskrieg der Nazis zum Opfer gefallen worden, dass es Länder gab, die das getan haben, die aufgenommen haben, und dass wir diesen Anspruch heute hier verfolgen und weiter aufrechterhalten, ist eine Lehre aus der Geschichte. Aber auch das kann man wahrscheinlich von einer Partei, die von Schuldkult spricht, nicht erwarten, diesen Zusammenhang hier herzustellen. Und an die Kollegen der AfD, ja, also diese Welt, die Sie in Ihrem Antrag beschreiben, ja, sehr bildlich, die existiert zum Glück nur in Ihrem beschränkten Weltbild. Ja. Ich bin froh, dass ich in einem Land lebe und in einem Parlament arbeite, wo das mehrheitlich nicht geteilt wird. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Josef Oster, CDU-CSU, zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Thema Grenzschutz ist gleichermaßen wichtig wie sensibel. Einerseits wollen und müssen wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, und das tun wir. Andererseits streben wir aber ganz bestimmt keine Debatte über Zäune und Mauern in unserem Land an. Und nur das kann Ihr Antrag in der Konsequenz ja bedeuten. Das wollen wir auch deshalb nicht, weil der Antrag grundlegende Aspekte unseres Landes berührt. Es geht um Freiheit, es geht um Sicherheit, und es geht um humanitäre Verantwortung. Ich will, dass Deutschland auch in Zukunft ein modernes und weltoffenes Land bleibt. Und dazu, meine sehr geehrten Damen und Herren, passen gewiss keine flächendeckenden Grenzkontrollen. Freiheit und Sicherheit gehören aber untrennbar zusammen. Natürlich muss ein Staat seine Grenzen bei Bedarf kontrollieren. Und genau das geschieht ja aktuell auch. Aber dies muss in einem Europa der offenen Grenzen immer ein Ausnahmefall sein. Der Antrag berührt aber auch den Aspekt der humanitären Verantwortung. Menschen in akuter Not zu helfen, gehört für mich zum Selbstverständnis unseres Landes, jetzt und auch in Zukunft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Antrag erweckt den Eindruck, als herrsche an unseren Grenzen das blanke Chaos und als gäbe es kaum Kontrollen. Das ist völliger Unsinn und das ist falsch. Unsere Bundespolizei, der ich ausdrücklich danke, leistet aktuell beste Arbeit, und sie wird in Zukunft mit mehr Personal noch besser arbeiten können. Und diese Arbeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigt Wirkung. Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge sinkt bekanntlich stetig. Und für illegale Zuwanderer wird es eben zunehmend schwieriger, einen Weg in unser Land zu finden. Es gibt also keinerlei Grund zur Panikmache.
Zu den Grenzschutzaktivitäten der Bundespolizei gehören eben nicht nur die sichtbaren Beamten an den Grenzübergängen. Die Bundespolizei hat zahlreiche effektive Kontrollmöglichkeiten. Und sie leistet, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Grenzschutzaufgabe, ohne zum Beispiel halb Bayern lahmzulegen. Eine Vollkontrolle würde zwangsläufig zu endlosen Staus an unseren Grenzen führen. Darunter würde nicht zuletzt unsere Wirtschaft massiv leiden, und das kann keiner wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, um es klar zu sagen, wir halten maßvolle Grenzkontrollen weiterhin für notwendig. Und wir werden dafür sorgen, dass illegale Grenzübertritte weiterhin konsequent bekämpft werden. Das bedeutet aber auch, die Aufgaben und Herausforderungen für unsere Polizei werden immer größer. Dieser Entwicklung trägt unser Koalitionsvertrag Rechnung. Die Zahl der Polizisten in Deutschland wird noch einmal deutlich steigen. Insgesamt 15.000 zusätzliche Stellen bei den Sicherheitsbehörden. Das ist ein klares Signal. Nicht zuletzt werden die neuen Ankerzentren den Ablauf der Asylverfahren verändern und vor allem deutlich beschleunigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Beispiele zeigen, die Regierungskoalition setzt bei der inneren Sicherheit die richtigen Schwerpunkte. Wir, die Union, stehen für ein Höchstmaß an Sicherheit ebenso wie für Freiheit und humanitäre Verantwortung. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort zu einer Zwischenbemerkung dem Kollegen Martin Hess, AfD. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Lindt, ich bin schon einigermaßen erstaunt, wie realitätsfern Ihre Aussagen doch wirklich sind. Lassen Sie sich von einem Polizeihauptkommissar bitte mal sagen, wie die Lage an den deutschen Grenzen... Herr Kollege Hess, eben hat der Kollege Oster gesprochen. Der Kollege Lindt spricht erst als nächster. Dann korrigiere ich mich selbstverständlich. Bitte das zu entschuldigen, Herr Oster. Trotzdem bleibt natürlich die Grundaussage bestehen. Lassen Sie sich bitte von mir sagen, wie die Lage wirklich ist. Wenn Sie eine Person an einer Grenze tatsächlich kontrollieren wollen, dann brauchen Sie Identitätspapiere. Wenn Sie die nicht haben, dann können Sie nicht kontrollieren, dann können Sie dort nur erfassen. Und das ist genau die Lage, die derzeit an der deutschen Grenze besteht, insbesondere im Hinblick auf die sogenannten Flüchtlinge. Die überwiegende Mehrzahl dieser Personen kommt ohne Papiere. Dort kann eine Überprüfung des Backgrounds überhaupt gar nicht stattfinden. Und Frau Kollegin Amtsberg, Sie hatten ja gesagt, wir würden das nicht mit Fakten unterfüttern. Ich habe Fakten für Sie, was das für unsere Sicherheitslage im Land bedeutet. Die Zahl der islamistischen Gefährder betrug im Januar 2015 noch 266. Wir haben jetzt derzeit 750 islamistische Gefährder im Land, bei denen also unsere Sicherheitsbehörden davon ausgehen, dass diese Terroranschläge im Inland begehen werden. Die Zahl der islamistischen Terrorverfahren betrug im Jahr 2015 106. Jetzt haben wir 1031 islamistische Terrorverfahren. Die Zahl hat sich also verzehnfacht. Und jetzt lassen Sie mich sagen, was das bedeutet. Diese Gefährdung, die hier dargestellt oder die ich eben dargestellt habe, das ist eine inakzeptable Gefährdung der Sicherheitslage unserer Bürger. Das ist nicht hinnehmbar. Und genau deshalb haben wir ja diesen Antrag gestellt. Dazu kommt, dass auch die Kriminalitätsbelastung der sogenannten Zuwanderer exorbitant höher ist als bei Deutschen. Wir haben die 10- bis 16-fache Kriminalitätsbelastung, insbesondere bei schweren Delikten wie Körperverletzungsdelikte, Gewaltdelikte, Rohheitsdelikte, schwere Sexualdelikte. Auch das eindeutig die Sicherheitslage unserer Bürger massiv beeinträchtigend. Und deswegen ist das nicht hinnehmbar, das ist nicht akzeptabel. Wir müssen unsere Grenzen endlich wieder so schützen, dass Personen ohne Identitätspapiere an der Grenze abgewiesen werden, um die Sicherheitslage in Deutschland zu verbessern. Herr Kollege Hess, Zwischenbemerkungen sind Zwischenbemerkungen und nicht Reden. Wir haben für normale Beiträge 4 Minuten. Sie reden jetzt fast schon für eine normale Redezeit. Deswegen bitte ich Sie um Verständnis.
Herr Kollege Oster, Sie können antworten, wenn Sie mögen. Also der Kollege ist ja damit eingestiegen in sein Statement, dass er mir die Lage in Deutschland erklären will. Also ich glaube ganz bestimmt, dass ich keinen AfD-Kollegen brauche, um die Lage in Deutschland zu erklären. Ich habe es in meinen Ausführungen deutlich gemacht, dass es, wenn man sich die Lage objektiv betrachtet, überhaupt keinen Grund zur Panikmache gibt. Dass die AfD jedes Mal versucht, genau das hier zu erzeugen, das haben wir jetzt schon oft genug erfahren. Aber diesen Grund gibt es eben nicht. Die Bundespolizei, ich habe das gesagt, leistet gute Arbeit. Über 50.000 Aufgriffe im letzten Jahr sind eben an den Grenzen erfolgt. Das zeigt ja, dass hier erfolgreich gearbeitet wird. Und genau in dem Sinne, wie wir das hier geäußert haben. Also ganz gewiss brauchen wir keine AfD, um uns Deutschland erklären zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt eine Reihe von Wünschen für weitere Zwischenbemerkungen. Ich muss aber doch auf die Regeln unserer Geschäftsordnung aufmerksam machen. Man kann im Anschluss an einen Debattenbeitrag zu diesem Debattenbeitrag sich zu einer Zwischenbemerkung melden und der Redner, aber nur der Redner, kann darauf antworten. Das ist geschehen. Und jetzt kommt als nächster Redner der Kollege Hege Lind, SPD. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, namentliche Abstimmung hat die antragstellende Fraktion beantragt und ich bin Ihnen ausdrücklich dafür dankbar. Ihr Kalkül ist natürlich durchschaubar. Sie wollen, dass die Abgeordneten gerade der SPD und der CDU und CSU-Fraktion sich öffentlich bekennen. Aber genau das Umgekehrte ist der Fall. Wir zwingen Sie dazu, endlich zu zeigen, ob einzelne von Ihnen noch den Mumm haben, namentlich sich zu diesem freien, demokratischen und sicheren Deutschland, in dem wir leben, sich zu bekennen. Und nicht nur das. Ich bin Ihnen dankbar, weil wir so die Möglichkeit haben, uns zu vergewissern, und wir müssen das auch, dass diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der wir leben, eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir um sie ringen müssen, dass es kein Selbstläufer ist, in dem wir leben, dass Demokratie keine Zuschauerveranstaltung ist und dass alle Alternativen zu diesem offenen, freien Land, in dem wir leben dürfen, viel schlechtere Alternativen sind als dieses. In Ihrem Antrag malen Sie ja bestimmte Szenarien dieses Landes an die Wand. Szenarien des Ansturms auf die Grenzen. Ich kehre aber zurück zur Wirklichkeit, zu der Situation in diesem Land. Ein eingemauertes Land, wie Sie sich das wünschen, ist eine eingepferchte Gesellschaft. Und in einer eingepferchten Gesellschaft wächst nicht die Sicherheit, aber die Angst. Das weiß jeder, der Diktaturen beobachtet hat. Es ist ja so, dass Sie uns damit belasten oder die Zeit rauben, solche begrenzten Anträge zu stellen. Wie wäre es aber einmal, frage ich mich, wenn Sie stattdessen mit uns zusammen einmal nach Ceuta reisen würden oder nach Griechenland zu den Betroffenen oder den Geflüchteten? Oder wenn Sie sich einmal mit ehrenamtlichen Helfern auseinandersetzen würden? Oder wenn Sie die Golfstaaten, die Regierung dort beknien würden, oder die von Ihnen so geschätzten Regierungen in den osteuropäischen Staaten, damit Sie endlich einmal europäische Solidarität üben und Deutschland an der Seite stehen? Nein, nichts davon tun Sie, sondern eine Besuchergruppe von AfD-Bundestagsabgeordneten hofiert den Großmufti von Damaskus und Bashar al-Assad. Sie fraternisieren sich mit Fluchtursachen, wollen aber, dass wir Mauern aufbauen, Grenzen zumachen, Asylrecht abbauen und schwadronieren dann auch noch, dass wir uns doch um die Fluchtursachen kümmern sollten. Wie scheinheilig und wie Gott kann man nur sein? Herr Kollege Lehn, gestatten Sie eine Zwischenfrage, das Kollegen von der AfD? Ich gestatte keine Zwischenfrage. Es tut Ihnen gut, einmal zuzuhören und nicht sich selbst zu hören. Es ist so wie Gott, das sage ich Ihnen, dass Gott sich vor lauter Gottlosigkeit im Schaudern umdrehen würde.
In einem Zwischenruf im Dezember sagt Herr Gauland, ich zitiere, unser humanitärer Ansatz lautet für unser Volk. Unser humanitärer Ansatz hier in diesem Hohen Hause lautet, Menschenrechte sind Menschenrechte. Menschenrechte sind nicht völkisch. Menschenrechte haben keine Nationalität. Menschenrechte haben keine Religion. Menschenrechte haben keine Hautfarbe. Das liegt im Wort. Menschenrechte sind universal. Aber Gott sei Dank haben wir hier noch die Wahl zu entscheiden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Meine Verwandten und Vorfahren, die jenseits des Eisernen Vorhangs lebten, hatten diese Möglichkeit nicht. Ich habe noch in frühester Jugend den Grenzübertritt erlebt, das Herzrasen, das Zittern. Ich habe erlebt, wie sie berichteten über die Schrecken des Mauerbaus und wie sie schilderten, dass, bevor die Mauer fiel, Unfreiheit, Angst und Hoffnungslosigkeit sie dominierte. Nein, eine Festung Europa nach innen und außen, ein eingemauertes Deutschland, eine eingepferchte Gesellschaft der Angst. Das alles wollen wir nicht. Das gibt es nicht. Nicht mit uns. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Michael Kuffer, CDU-CSU. Ich darf Sie bitten, kleinen Moment, Herr Kuffer, auch dem letzten Redner die gleiche Aufmerksamkeit zuzuteilen. Ich darf Sie auch bitten, Platz zu nehmen. Ich darf insbesondere den Kollegen am hinteren Ende des Plenarsaals sagen, wir haben für alle Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages Sitzplätze. Also nehmen Sie bitte Platz. Und wenn Sie Platz genommen haben, fahren Sie ganz langsam. Erteile ich das Wort dem Kollegen Michael Kuffer. Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, keine andere Partei in diesem Hause verfolgt das Thema Grenzsicherung so intensiv wie die CSU. Wir haben in Bayern lange vor der Flüchtlingskrise, nämlich aus den Erkenntnissen der vorübergehenden Grenzkontrollen anlässlich des G7-Gipfels, weitreichende Konsequenzen gezogen. Wir haben die Schleierfahndung massiv ausgebaut mit dem Erfolg, dass wir im ersten Halbjahr 2017 10.000 Aufgriffe durch die Polizei hatten. Die CSU hat bereits vor 3 Jahren erkannt, dass wir bis auf Weiteres wieder auf das Instrument der Binnengrenzkontrollen zurückgreifen müssen. Wir haben deshalb auf Bundesebene im September 2015 die Binnengrenzkontrollen wieder eingeführt, die die Bundespolizei mit Unterstützung der Bayerischen Polizei erfolgreich durchführt. Sie wissen, dass Bayern mit dem Schritt und mit dem Plan der Einführung einer bayerischen Grenzpolizei einen deutlichen Schritt weiter gehen wird. Und Sie haben den Bundesinnenminister gehört, der bereits in der vergangenen Woche deutlich gemacht hat, wohin die Reise bei der Aufenthaltsbeendigung und beim Grenzschutz gehen wird. Und ich verrate Ihnen nicht so viel über diesen Mann und über unseren neuen Bundesinnenminister. Der wird keine Ruhe geben, und die CSU wird bei diesem Thema keine Ruhe geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch für die Koalition insgesamt gilt, dass wir uns auf ein striktes Bekenntnis zu Artikel 16a Grundgesetz geeinigt haben. Und ich füge hinzu, ein striktes Bekenntnis zum Asylgrundrecht schließt die Dimension der Rechte, die das Asylgrundrecht gewährt, ebenso ein wie die Grenzen, die dem Grundrecht immanent sind. Wir werden alles tun, was dazu notwendig ist, Herr Kollege Kuffer, um diese Grenzen einzuhalten. Ich bitte um Entschuldigung. Der Kollege möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, danke. Bitte. Wir werden dazu die Sicherheitsbehörden mit 15.000 zusätzlichen Stellen verstärken. Wir werden zügig die Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungszentren in Betrieb nehmen. Und insgesamt sieht man, dass die Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen worden sind und auf Initiative der Union ins Werk gesetzt worden, ihren Erfolg haben. Herr Kollege Kuffer,
Darf ich Sie fragen, ob Sie generell keine Zwischenfragen zulassen? Generell jetzt nicht. Generell keine Zwischenfragen. Gut. Ja. Die Bundespolizei konnte im Jahr 2017 über 12.000 Zurückweisungen vornehmen, nebenbei Tausende von Straftaten und Aufgriffen realisieren durch die Grenzkontrollen. Und ich will in Richtung der AfD sagen, Sie unterliegen einer naiven Vorstellung, wie so oft, wenn Sie glauben, dass es die eine Maßnahme gibt. So funktioniert Sicherheitspolitik nicht. Eine gute Sicherheitspolitik bedeutet das Ineinandergreifen einer Vielzahl von gezielten Maßnahmen, die aber tagesaktuell und lageangepasst eingesetzt werden können. Dafür ist die Bundespolizei in der Lage, sie macht es hervorragend. Und es ist doch geradezu eine kindlich naive Vorstellung, dass man im Jahr 2018 Grenzsicherung, für die wir, wie gesagt, wie keine andere Partei stehen, aber dass man sie im Jahr 2018 dadurch betreiben kann, dass man Polizisten durchs Unterholz und durch den Wald schickt und im Wald Zäune aufbaut. Eine kindlich naive Vorstellung im Zeitalter von Drohnen, Wärmebildkameras und Ähnlichem. Glauben Sie denn wirklich, dass die 1 Million im Jahr 2015 und die 300.000 des Jahres 2016 durchs Unterholz gekommen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen? Nein, wir müssen die Polizei unterstützen, indem wir ihr effektive Werkzeuge an die Hand geben, die sie in Abhängigkeit vom Lagebild einsetzen kann. Und wir müssen Schluss machen mit dieser Schaufensterpolitik, die Sie immer wieder hier an den Tag legen, ohne einen Beitrag und einen Vorschlag zur Lösung zu liefern und dabei nur Personal binden zu wollen, die bei sinnvollen Maßnahmen fehlen, sich vom europäischen Recht verabschieden, keine einzige der von Ihnen gemachten Vorschläge, so wenige in dem Schaufensterhandwerk überhaupt enthalten sind, sind in der Praxis umsetzbar. Es wäre wirklich einmal an der Zeit langsam nach 6 Monaten, dass bei Ihnen die Lernkurve zunimmt und dass Sie zu wichtigen Themen endlich mal einen Beitrag leisten, der in der Praxis umsetzbar ist. Vielen Dank. Sechs. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen damit zur Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Umfassende Grenzkontrollen sofort einführen, Zurückweisung bei unberechtigtem Grenzübertritt. Mir liegen zur Abstimmung 6 Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 862 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 41 abzulehnen. Wir stimmen nun über die Beschlussempfehlung auf Verlangen der Fraktion der AfD namentlich ab, weil wir am Anfang der Debatte ein bisschen Missverständnisse hatten und weil es auch eine Empfehlung in der Debatte gibt, sage ich ausdrücklich, wer der Beschlussempfehlung des Innenausschusses zustimmen will, muss, es wird über die Beschlussempfehlung abgestimmt. Also bitte ich die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind alle Urnen besetzt? Links fehlt noch. Hier auch rechts. Vorne auch. Hier fehlt auch noch ein Schriftführer. Wir bräuchten noch einen Schriftführer aus der Opposition für diese Urne. So, jetzt sind alle Urnen besetzt. Das ist der Fall. Dann eröffne ich die Abstimmung über die Beschlussempfehlung. Thank you.
Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme abgeben möchte? So, haben jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, die mitstimmen wollten, ihre Stimmkarten abgegeben? Das ist der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Und dann bitte ich wieder, Platz zu nehmen, damit ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen kann. Ich würde gerne den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Und das setzt voraus, dass die Kolleginnen und Kollegen, die an der Debatte teilnehmen, Platz nehmen und die anderen, die nicht teilnehmen wollen. Die Gelegenheit nutzen, den Saal zu verlassen. So, dann rufe ich.